Der erste Titel, mit dem wir euch zeitgemäß, jahreszeitgemäß begrüßen wollen, ist es ein Stück, mit dem wir diesmal nicht die Welt verbessern wollen, sondern der ganz individuell gemeint ist. Eiszeit. Die Sonne kommt schon lange nicht mehr aus dem Bett. Und die Eisbären sind im Dunkeln nicht besonders nett. Und das Holz fürs Lagerfeuer geht zur Neige und wird teuer. Nur die Holzverkäufer werden davon fett. Frost kriecht leise unter unsere Haut. Und ich weiß nicht, ob das jemals wieder taut. Ist das Herz erstmal erfroren, hat Gerda ihren Kai verloren, weil er sich nicht auszubrechen traut. Da kommt eine Eiszeit auf uns zu. Lust erstarrt und geht zur Ruhe. Komm, lass uns vor der Kälte fliehen und in den warmen Süden ziehen. Nur ich und du und in den warmen Süden ziehen. Und in den warmen Süden ziehen. Nur die Dunkelheit und die ereignislose, trübe, graue Zeit. Nur am zugefrorenen Fenster, da erblühen wie Gespenster kalte Blumen aus Eis für die Ewigkeit. Spürst du nicht, wie uns der Frost verletzt? Diese starren Masken aufgesetzt, die kein Lächeln mehr zerbricht, so festgewachsen im Gesicht. Es ist Zeit zu gehen, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt! Da kommt eine Eiszeit auf uns zu. Die Lust erstarrt und geht zurück. Lass uns vor der Kälte fliehen und in den warmen Süden ziehen. Da kommt eine Eiszeit auf uns zu. Die Lust erstarrt und geht zur Ruhe. Komm, lass uns vor der Kälte fliehen und in den warmen Süden ziehen. Nur ich und du und in den warmen Süden ziehen. Und in den warmen Süden ziehen. Vielen Dank und schön, dass ihr nicht in den warmen Süden gezogen seid, sondern heute Abend hier
Und wir bitten zunächst mal die Männer, dass die uns bei dem folgenden Lied unterstützen. Ein Stück, das Männerträume besingt und von daher, glaube ich, wollen die Frauen an der Stelle auch gar nicht mitsingen. Es geht um einen ganz tiefen Ton auch, der eigentlich weniger gesungen als vielmehr gesummt werden muss. Ein vielleicht können wir mal gemeinsam so diesen nasalen Ton. Ja, das ist wunderbar. Ihr werdet immer merken, wann dieser Ton zu erklingen hat, weil wir alle drei diesen Ton hier auch von der Bühne herunter intonieren werden. Und dadurch soll so etwas wie eine wohlige Wärme entstehen. Es geht nämlich bei diesem Stück um den Winter am Kamin.